Für die Kartoffelsamtsuppe mit Steinpilzen brauchen wir natürlich Kartoffeln, Steinpilze, etwas Butter zum Anschwitzen, zum Würzen Salz und Pfeffer, Majoran zum Auffüllen Brühe, Sahne, damit die Suppe schön samtig wird, Zwiebel, Speck und eine Schalotte. Und dann geht's los. Als erstes müssen wir die Kartoffeln etwas grob zerkleinern. Dann machen wir etwas, geben wir etwas Butter in den Topf. Zwiebel auch grob zerkleinern, in der Butter anschwitzen. Dann die Kartoffeln dazugeben. Dann mit Brühe ablöschen, so dass es knapp bedeckt ist. Die Sahne dazugeben und jetzt kochen lassen, bis die Kartoffeln weich sind. In der Zwischenzeit schneide ich jetzt etwas durchwachsenen Bauchspeck in feine Würfel, eine Schalotte ebenfalls in feine Würfel geschnitten. Dann nehmen wir etwas Butter, zerlassen das in der Pfanne, geben den Speck in die Pfanne, die Schalotten dazu, schneiden uns die Steinpilze klein. Wenn die Jahreszeit es zulässt, sollte man natürlich frische nehmen. In diesem Fall sind sie noch nicht so weit im Wald, deswegen habe ich gefrorene genommen. Man kann aber auch genauso gut getrocknete Steinpilze nehmen. Die sollte man dann nur 10 Minuten bis eine Viertelstunde in lauwarmem Wasser einweichen. Dann durchsieben und das Einweichwasser durch einen Kaffeefilter, um eventuell vorhandenen Sand rauszufiltern. Nehmen, das Einweichwasser aber nicht wegwerfen, sondern ganz zum Schluss in die Suppe geben. Lassen wir hier alles schön schwitzen, würzen es mit Salz und Pfeffer und etwas Majoran. Und füllen mit etwas Brühe auf und lassen es ca. 5 Minuten kochen. So, jetzt, wenn die Kartoffeln weich sind, nehmen wir einen Pürierstab und pürieren das Ganze fein zu einer sämigen Suppe. Falls die Konsistenz etwas zu fest ist, können wir immer noch einen Schluck Brühe dazugeben, bis wir die Konsistenz erreicht haben, die uns gefällt. Jetzt lassen wir die Suppe noch einmal aufkochen. Jetzt nehmen wir den Topf runter, setzen wir unsere Pfanne wieder auf und passieren die Suppe durch ein feines Haarsieb auf die angeschwitzten Steinpilze. Das Sieb deswegen, damit wir eventuelle Stückchen, die wir nicht in der Suppe haben wollen, entfernen können. Das Ganze lassen wir noch einmal aufkochen. Unsere fertige Kartoffelsuppe richten wir jetzt in einer Suppentasse an, geben etwas fein geschnittenen Schnittlauch darüber und das ist jetzt unsere fertige Kartoffelsamtsuppe. Na dann, guten Appetit! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de